Hier gibt es aber schöne Sachen. Wow, der ist toll. Der ist so wunderschön. Und sowas von teuer. Den muss ich aber haben. Hoffentlich ist das genug. Es ist zwar falsch, aber vielleicht merkt keiner etwas. Halt! Nicht so schnell, Fräulein. Du wanderst in den Knast. Ihr werdet nichts aus mir herausbekommen. Ach, ohne Make-up sehe ich scheußlich aus. Hier ist dein Schleim. Das ist mein Essen? Ihr bekommt eine schlechte Bewertung. Guten Appetit. Schon viel besser. Ich habe solchen Hunger. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme etwas Marmelade und benutze es als Rouge. Schon viel besser. Aber etwas fehlt noch. Oh, ich hab's. Den Metallstaub der Gitterstäbe benutze ich als Glitzer. Jeder kann etwas Glitzer in seinem Leben vertragen. Die Pflanzenerde wird nützlich sein. Die ist von meiner Augenbrauen. Ich liebe die Farbe dieser Steinwand. Die Farbe eignet sich als Lidschatten. So, endlich wieder geschminkt. Gut, die Luft ist rein. Verhalte dich unauffällig. Niemand ahnt etwas. Ich bin nur am Putzen. Hier gibt's nichts zu sehen. Phew, das ist harte Arbeit. Stimmt etwas nicht? Liegt es am Make-up? Am besten siehst du selbst nach. Was zum? Wer ist dieser Clown im Spiegel? Mann, ist mir das peinlich. Ist das besser? Nicht übel. Aber ich habe genau das Richtige für dich. Was denn? Schau mal hier. Bedien dich. Wow, ist das Make-up? Danke. Wie ist das? Sieh am besten selbst. Wow, ich liebe dieses T-Shirt. Der Knast ist doch nicht so übel. Noch ein Meisterwerk. Ich bin ein wahrer Künstler. Was geht da vor sich? Oh. Hi. Hä? Ich will Annie besuchen. Okay, hast du Make-up mitgebracht? Ich? Nein, ich bin eine natürliche Schönheit. Ich habe nur diese Palette dabei. Ich liebe Wassermalfarben. Ich weiß nicht. Diese Bilder sind doch etwas langweilig und könnten etwas Farbe vertragen. Ist in Ordnung, geh weiter. Du hast es geschafft? Wie versprochen, das ist für dich. Farbe? Danke. Wart's ab, sieh mal. Gefällt dir etwas davon? Wow, her damit! Vielen, vielen Dank! Diese Zelle könnte etwas mehr Glamour vertragen. Ich tupfe den Pinsel in die Farbe und verwende es als Lidschatten. Wow, das sieht toll aus! Wow, ist dir echt gut gelungen! Ich will das auch! Nur für etwas Kohle als Gegenleistung. Natürlich! Hier! Nicht bewegen. Das wird toll aussehen. Ich will auch. Stellt euch hinten an. Wer kommt jetzt? Okay, du. Nice. Sehr schön. Jetzt war etwas anderes. Puh, endlich bin ich fertig. Gut, dass ich einen Geldfächer habe. Ein Kuchen und eine Kerze. Das wird ihr bestimmt gefallen. Kaum zu glauben, dass ich das mache. Juhu, ein Geburtstagskuchen. Ich wünsche mir etwas. Happy Birthday, bla bla bla. Hurra. Woo. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay, mein Part ist getan. Was man nicht alles tut. Lächerlich. Die Zeiten ändern sich wohl. Okay, mal sehen, was das ist. Scheint sauber zu sein. Irgendwas stimmt aber nicht. Ich sollte besser nachsehen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ein Teddybär. Der ist aber süß. Das macht mich so wütend. Ist der für mich? Haben Sie mein Geschenk geöffnet? Wie gemein. Oh, so kuschelweich und süß. Endlich habe ich einen Freund. Was ist das? Die gehört mir nicht. Wow, du hast tolle Wimpern. Moment mal. Ein toller Geburtstag. Oh, das fühlt sich so gut an.
Nun das andere Auge. Was für ein Unterschied. Mir ist öde. Oh, wow. Das war's mit der Show. Geh weiter. Wie Sie meinen. Rein mit dir. Oh, gar nicht mal übel hier. Hey, Zellengenossin. Oh, Mann, ist die nervig. Oh, was ist das? Psst, dreh dich mal um. Hey, was gibt's? Das kann alles dir gehören, wenn du mir die Ware gibst. Das sind echt viele Süßigkeiten. Deal. Eine gute Entscheidung. Nimm das. Okay, gib mir eine Minute. Das ist die Ware. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Ach, das brauche ich jetzt. Du wirst neidisch sein. Wow, das ist perfekt. Zeit für atemberaubendes Make-up. Wow, ich sollte das auch versuchen. Hoffentlich reicht das. Ein Versuch ist es wert. Psst, psst, psst. Das ist für dich. Wow, ich bin reich. Mal sehen, was ich hab. Oh, das sieht nach einem fairen Handel aus. Ist das alles? Das ist voll unfair. Wie armselig. Besser als nichts, schätze ich. Mein Finger passt nicht mal rein. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Ich benutze die Schere. Oh, das wird gut funktionieren. Das reicht. Eine kleine Herzform. Okay, und jetzt? Der Kleber wird nützlich sein. Der Schwamm ist so süß. Den stecke ich auf den Kleber. Und dann tunke ich ihn in das Make-up. Schön drehen, damit etwas haften bleibt. Und das kommt nun auf meine Wange. Das ist echt cool. Ahem, schau mal. Wow, nicht übel, Kleines. Hey, wir sollten Freundinnen werden. Wirklich? Wow. Das sieht wie echt aus. Hoffentlich funktioniert das auch. Juhu! Oh, ich muss mich zusammenreißen. Hi, ich bin ein Besucher. Okay, kennst du schon die Regeln? Make-up verboten. Ja, ich weiß. Was ist das? Sag es mir! Das ist nur Eis. Oh, sieht echt lecker aus. Darf ich eins haben? Aber selbstverständlich. Hier. Danke. Sowas fand gut. Willst du alle haben? Darf ich Annie ein Eis bringen? Ja, hör auf zu nerven. Yes. Hi. Sieh mal, was ich hier habe. Ein Eis. Mm. Nein, nicht. Sieh mal hinein. Wow, Nagellack. Das ist besser als ein Eis. Ich helfe, wo ich kann. Wow, die Farbe ist toll und steht mir echt gut. Hey, Kleine. Ah! Was war das? Wer lässt denn sowas rumliegen? Ich begreife das nicht. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Schön, dass dich das amüsiert. Egal. Wow! Ich falle! Uff. Aua! Was ist das? Hello Kitty? Mach ein Geschenk, hä? Das kann ich machen. Hey Wendy! Was? Das ist für dich. Hä? Wirklich? Das? Haha! Miau! Haha! Hä? Hä? Wendy, bist du das? Das gefällt mir. Hi, nenn mich einfach Hello Kitty. Fantastisch. Ich bin dabei. Hey, weißt du was? Ich habe gerade was Unglaubliches gesehen.
warte. Langsam, was ist passiert? Er hat mich auf ein Date eingeladen. Yay, fantastisch. Aber warte mal. Das willst du doch nicht anlassen, oder? Das ist nicht das richtige Outfit dafür. Was? Oh. Okay, warte. Die würden super passen. Vertrau mir. Cool, danke. Also im Grunde löst man so die Aufgabe. Ich kann mich gerade nicht auf Mathe konzentrieren. Oh, der ist übel. Hey, hast du Kaugummis? Was? Oh, warte. Wie wär's damit? Oh, danke. Kein Problem. Viel besser. Okay, den brauche ich nicht mehr. Tut mir gar nicht leid. Oh, endlich ist Schluss. Ich bin weg. Oder auch nicht. Oh, der ist ja wie Kleber. Total eklig. Jasmine, wir sollten jetzt los. Aber auf dich warte ich immer gerne. Ach, und jetzt? Hilfe, ich habe einen Kaugummi-Notfall. Warte, beruhig dich. Ich habe eine Idee. Es braucht nur ein bisschen Liebe. Okay, das Symbol der Liebe reicht schon. Dann einfach ausschneiden. Den Ausschnitt abnehmen. Und um den Bereich drumherum malen. Das Herz nicht vergessen. Denn das kommt zurück auf eine andere coole Art. Einfach mit Sicherheitsnadeln festmachen. Wie süß! Ist eine ganz neue Jeans. Und keine Spur vom Kaugummi. Danke! Kein Problem! Man sieht sich! Komm rein, beeil dich! Das ist mein Zimmer! Warte! Guck dir das an! Ist das nicht hübsch? Probieren wir was aus? Hier, setz dich! Ich lass dich fabelhaft aussehen! Bist du eher der Herbst- oder Wintertyp? Ich glaube, du bist eher Sommer! Warte kurz! Fertig! Oh. Was hast du mit mir gemacht? Ich weiß, sieht fantastisch aus. Dieses Gesicht? Niemals. Oh. Warte, dir gefällt das nicht? Aber ich habe mir Mühe gegeben. Das muss runter. Oh. Hui. Ich habe eine Idee. Wendy? Meine Allergie macht sich bemerkbar. Ist nur die Allergie. Du weinst doch. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Hey. Ist das ein Stempel? Damit kann ich was anfangen. Oh ja. Hey, probieren wir das? Hä? Wo hast du das denn her? Was ist das? Okay, schau zu und lerne. Bereit? Tauche den Stempel in weißes Make-up. Wähle dann eine Stelle in deinem Gesicht. Ich nehme mein Augenlid. Und es geht weiter. Nimm einen feinen Pinsel zum Ausmalen. Tauch den Pinsel einfach ins weiße Make-up. Fast fertig. Nimm Rot für die Schleife. Bleib innerhalb der Linien. Jetzt die andere Seite. Bist du damit fertig, umrande die Schleife mit Schwarz. Wie wär's noch mit einem Katzenauge? Wir kommen der Sache schon näher. Du willst eine schöne Linie. Mit kurzen, gleichmäßigen Strichen klappt's. Nutze den Pinsel, um kleine Striche unter das Auge zu setzen. Und jetzt ein bisschen Glitzer. Okay, ein bisschen mehr. Hey, warum nicht? Mit der Pinzette geht das ganz einfach. Die kleinen Klaren kommen direkt aufs Lid. Okay, der letzte. Und hier noch ein wenig Schimmer. Denke auch ans untere Lid. So, sie sehen gleich aus. Wow, ziemlich cool, stimmt's? Viel besser als vorher. Findest du nicht auch? Willst du auch? Wow, gib her. Voll cool. Huh?
Aha. Ich will's. Nimm mein Geld. Sieht aus, als ob du jetzt gefragt bist. Ich bin bewaffnet und bereit. Ich komme. Wie lange lerne ich schon? Eine Stunde? Das reicht. Warte. Was war nochmal der Zwillkern? Hier steht's. Ich markiere mir lieber die Seite. Jetzt fühle ich mich sicher. Ich werde mir später danken. Dann mal los. Hey du, hast du einen Stift? Na klar. Den kannst du haben. Danke. Ich muss jetzt los. Bis später. Sie ist süß. Warte. Unglaublich, dass ich das getan habe. Welche Seite war das nochmal? Das darf mir nicht nochmal passieren. Mit dem geht's. Krise abgewendet. Hoffe, ich komme nicht zu spät. Wow, Geld. Wer es findet, dem gehört's. Yes. Ach. Okay. Ich muss mich nur konzentrieren. Naja, irgendwie. Wo ist der Schein? Der muss rausgerutscht sein. Hey, höre ich da ein Rascheln? Nicht mit mir. Was zum... Keine Bücher erlaubt. Hey, pst, hier. Wow, wie hast du das gemacht? Die Seite ist markiert. Und so süß. Jetzt bekomme ich doch noch meine Eins. Erledigt und erledigt. Bin ich froh. Ah, Dankeschön. Na egal. Ist sie fertig? Hi. Guck's dir an. Ich hab bestanden. Aber zeig mir, wie du das gemacht hast. Oh, Schätze, ich kann dich einweihen. Nimm ein Blatt Papier und falte es zu einem Dreieck. Dann schneide dieses Stück ab. Jetzt falte das Dreieck. Und nochmal. Falte die Ecken um und dann den mittleren Teil. Die eine Spitze geht zurück. Und da steckst du die Ecken rein. Fertig. Jetzt drehe es so um. Hello Kitty, bitte. Denk an die Ohren. Und natürlich die Schleife. Dann steck das auf die gewünschte Seite. Passt perfekt, siehst du? Ist total einfach, stimmt's? Das ist genial. Komm, ich habe noch mehr Tricks auf Lager. Gibt es was Schöneres, als in einem brandneuen, wunderschönen Outfit aufzutreten? Nichts kann diesen Moment ruinieren. Ha? Sind das Tauben? Hallo, Vögelchen. Hab nicht gerade eine nagelneue Bluse. Oh, ich muss duschen. Oh, Hilfe. Ist okay, Arme hoch. Okay, ich zieh dir das im Handumdrehen aus. Siehst du? Und nun zum Unterteil. Besser gesagt zum neuen Kleid. Noch ein oder zwei Schnitte und schon hast du ein neues Outfit. Okay, Arm bitte. Wow! Du brauchst noch was für die Taille. Den Gürtel brauchst du mehr als ich. Gleich fertig. Oh, Vorsicht. Hey, das neue Outfit ist nicht schlecht. Ist sogar besser als das erste. Danke. Kein Problem. Na los, geh schon. Oh, präsentier dich, Mädel. Also das nenne ich mal einen epischen Mädels-Hack. Vorsicht mit dem Wind. Ich liebe Sonntagnachmittage. Oh, da ist sie ja. Die sind für dich. Ich verstehe nicht. Was? Was macht mein Freund denn da? Und wer ist dieses Mädchen? Schau nur, wie er sie anschaut. Ich glaube das nicht. Glaub es. Kameras lügen nicht. Ach, erfrischend. Jetzt bist du dran.
Ach, das ist ja schrecklich. Hey, Schatz, Überraschung. Überraschung? Hallo. Für dich. Und die sind für dich. Kannst du das erklären? Na los, red schon. Dein Ernst? Oh, bye. Oh, warum sind die Jungs eigentlich so gemein? Ich hätte es wissen müssen. Warum liebt er mich denn nicht? Das ist so ungerecht. Hä? Huh? Das ist Kevin. Er will mit mir ausgehen? Wow. Ich schicke ihm ein Foto zur Bestätigung. Wow. Aber sicher nicht mit diesen Waschbäraugen. Ich hätte nur besser wasserfeste Mascara nehmen sollen. Das geht nicht ab. Oh, komm schon. Oh, was haben wir denn hier? Mascara-Tränen? Ich komme. Hallo nochmal. Eins nach dem anderen. Das kommt weg. Was ist hier los? Das dauert nur eine Sekunde. Nein, bitte nicht! Das ist nur Klebeband, siehst du? Oh. Ich zeig dir, was man damit macht. Ist alles an seinem Platz, wähle deinen Farbton. Dann einfach alles auf das Augenlid auftragen. Die andere Seite nicht vergessen. Sieht gut aus. Fertig. Gut gemacht. Und wie sieht's aus? Ist der verschmähte Mascara weg? Denn es fühlt sich gut an. Ja, ist sehr schön. Ich verschwinde mal lieber. Ich danke dir. Ich bin's, siehst du? Ich konnte dich doch damit nicht allein lassen. Niemals! War auch echt kein Problem. Bye. Hey, wie geht's? Oh nein, was war das denn? Ich habe gar nichts gesehen. Mindy? Was? Dein Hintern! Da klebt was an deinem Rock dran. Hä? Oh nein. Ich muss weg. Mindy, warte. Oh, wo soll ich nur hin? Niemand darf meinen Hintern sehen. Mindy, alles wird gut. Hör zu, ich habe Wechselsachen dabei. Warte nur, ich habe genau das Richtige. Ich muss es nur finden. Tada! Hier, die kannst du anziehen. Die müssten dir passen. Oh, danke. Zieh sie gleich mal an. raus aus dem Alten und rein ins Neue. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, die ist viel zu groß. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Ich passe sie einfach am Knopf an. Ich ziehe den durch die Schlaufe und dann wie gewohnt zuknöpfen. Siehst du? Oh, wow, das ist richtig gut. Oh. Ja, wir sollten gehen. Mit Teamwork kommt man weiter. Ah, wohl wahr. Oh ja. Oh, wow. Ist mein Lächeln freundlich genug? Ja. Oh, mein Telefon. Warte, um 6 ist eine Party? Wie cool, willst du hin? Definitiv. Yes! Wie viel Zeit bleibt uns noch zum Vorbereiten? Weniger als eine Stunde. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Ich hab's. Und los geht's. Wer wird die Schnellste sein? Ich hoffe, du bist bereit dafür. Auf die Plätze. Fertig. Los! In der Linie bleiben. Sehen die zu voll aus? Augenbrauen. Fertig. Oh, jetzt aber schnell. Hoffe, die Linie ist gerade. Und nun zum anderen Auge. Und? Fertig. Ach ja, ich kann auch Eyeliner auftragen. Winged Eyes für den Sieg. Langsam, langsam. Oh, wir kommen noch zu spät. Okay, Augen sind fertig.
Oh. Okay, Sunny, beeil dich. Fertig. Ich bin dran. Und nun kommt Rouge, Baby. Oh, ich muss meine Stirn machen. Bist du fertig, Mindy? Wunderbar. Lipgloss sollte auch nicht zu lang dauern. Siehst du? Fertig. Wow, der Druck ist hoch. Lipliner braucht immer ewig. Aber wenn ich vorsichtig bin, wird's auch klappen. Okay, fast fertig. Und nun zum Gloss. Gleich geschafft. Ich trage heute was mehr auf. Klasse, sieht gut aus. Noch 10 Minuten. Ich hoffe, die Leute mögen meine blauen Wimpern. Sie passen so gut zum Orange, siehst du? Wow, wunderschöne Wimpern. Und so bekommst du sie auch. Kratze zuerst etwas blauen Lidschatten ab. Dann gibst du etwas davon in den klaren Mascara hinein. Und nun steckst du die Bürste rein und mischst es. Und irgendwann ist dann alles blau. Und schon bist du fertig. Du hast blaue Mascara gemacht. Wow, so einfach? Oh, es ist 5 vor. Gehen wir. Ich gehe mal lieber zum Unterricht. Aber ich check noch kurz mein Outfit. Ich muss gut aussehen. Perfekt wie immer. Wartet. Oh nein, meine Schuhriemen sind zu klein. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Niemand darf das sehen. Oh Mann, siehst du das? Wer geht denn so zur Schule? Mir wäre das ja peinlich. Hört auf, bitte. Das wäre übel. Aber was mache ich jetzt? Warte, ich hab's. Dieser Stift wird helfen. Ich muss mich beeilen. Ich male einfach eine Linie über meinen Zeh. Der muss nur mit dem Gurt übereinstimmen. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Das sieht viel besser aus. Dieser Stift ist mein Beauty Essential. Und jetzt zum Unterricht. Oh, meine Haare sind so langweilig. Ich will mal was Neues ausprobieren. Ich weiß nicht, vielleicht schöne wallende Locken. Ich würde so gut aussehen. Die würden mir sicher stehen. Egal, ich muss meine Haare fertig machen. Die sind so platt. Vielleicht kann ich Volumen reinkämmen. Au! Oh, noch ein Knoten? Okay, das war eine schlechte Idee. Was mache ich jetzt? Na klar, ich kann den Lockenstab benutzen. Was? Nein, den brauche ich. Es gibt nur einen Lockenstab, Partner. Offensichtlich. So läuft das also. Ja? Dieser Lockenstab reicht nicht für 2. Du weißt, was das bedeutet. Wenn die Uhr 12 schlägt, geht's los. Es ist soweit. Du kannst noch einen Rückzieher machen. Das wird nicht passieren. Los! Ah! Keine Gnade! Dieser Stab gehört mir. Lass los. Niemals. Ich hab den zuerst genommen. Du willst tanzen, was? Ha, hab ihn. Warte mal. Hey. Oh, ich brauch das Kabel. Tja, das gehört jetzt mir. Ich werde diese Stadt aufräumen. Ich meine, mein Zimmer. Yeeha! Geh weg. Du kannst nicht entkommen. Ich muss in Deckung gehen.
Hey, vielleicht brauche ich den gar nicht. Warte mal. Hä? Was ist los? Guck's dir an. Der Wäscheständer wird meinen Tag retten. Ich nehme eine Haarsträhne und wickle sie um die Stange. Genau so. Die muss schön festsitzen. Ich mach das bis zum Ende. Gleich fertig. Ich muss die Strähne noch befestigen. Dafür nehme ich eine Haarklammer. Das mache ich auch mit den anderen Strähnen. Jetzt muss ich warten. Ja, das sieht lustig aus, aber es lohnt sich. Okay, ich denke, sie sind fertig. Ich nehme die Klammern ab und wickle mein Haar von den Stangen. Was sagst du dazu? Ich weiß, sieht fantastisch aus. Ich fühle mich wie frisch vom Friseur. Wow, ich bin beeindruckt. Geh zur Seite. Jetzt bin ich dran. Wird Zeit, den Lockenstab an den Nagel zu hängen. Viel Glück, Cowgirl. Ich liebe dieses Magazin, das ist so inspirierend. Es gibt so viele interessante Stile. Wow, das sieht toll aus. So schick. Das würde mir stehen. Ich werde es ausprobieren. Ich check mal meinen Make-up-Koffer. Ich habe Glitzer. Mit dem wird's gehen. Ich tauche da meinen Finger rein. Ich brauche ja nicht viel. Es wird Zeit zu glänzen. Jetzt betupfe ich damit meine Wangen. Hm? Das geht nicht. Warum klappt das nicht? Ahem. Wer bist du? Ich bin deine gute Make-up-Fee. Oh, wo warst du denn mein ganzes Leben? Ich will etwas Glanz in meinem Gesicht. Aber dieser Glitzer ist nicht so gut. Nein? Hm, das ist ein Problem. Aber keine Sorge, deshalb bin ich ja hier. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich werde es etwas schütteln. Hey, hey, aufwachen. Huhu. Hallo, hey, Schlafmütze, Zeit zum Aufstehen. Hä? Mama? Verschlafe nicht den ganzen Tag. Was für ein seltsamer Traum. Warte, wie hat sie mein Make-up gemacht? Komm schon, denk nach. Ich glaube, ich erinnere mich an was. Oh, da bist du ja wieder. Du hast das Beste verpasst. Oh, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Warum musste Mama mich wecken? Na, was soll's. Hm, was macht Mama da? Trink, meine Kleinen. Oh, du siehst durstig aus. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Das war's, das ist die Antwort. Ich habe das Problem gelöst. Ich wusste, dass du es schaffst. Ich brauche nur die Aloe-Pflanzen. Mama, kann ich die haben? Was? Wo ist sie hin? Genau, was ich brauche. Dann mal los. Ich habe einen Stängel von der Aloe Vera. Jetzt brauche ich eine kleine Flasche, denn da drücke ich den Saft der Pflanze rein. Darin ist genug Platz. So viel gute Aloe. Ich glaube, das reicht schon. Jetzt brauche ich Glitzer. Der kommt in die Flasche. Ich will nichts verschütten. Das reicht. Jetzt durchmischen. Dafür nehme ich einen Holzspieß. Das sieht so hübsch aus. Ich will es gleich auftragen. Es ist fertig. Jetzt brauche ich noch einen Deckel. Ich stecke einen Pumpspender drauf. Das war's. Das wird mein Make-up verändern. Und das dank meiner guten Fee. Dann versuche ich's mal. Ich mache etwas in meiner Hand. Manchmal ist weniger mehr. Das tupfe ich jetzt auf meine Wangen. Wow, das fühlt sich gut an. Mein Make-up wird fantastisch aussehen. Und meine Haut wird strahlend schön. Jetzt zur anderen Seite. Ich tupfe ganz leicht. Das war's. Es ist perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mich zu zeigen.
Ich bin da, ich bin da. Boah, der Verkehr war echt schlimm. Okay, entspann dich. Die Show hat noch nicht angefangen, oder? Nein, du kommst genau richtig. Puh, ich dachte schon, ich bin zu spät. Mindy, schau mal in den Spiegel. Du hast einen Bad Hair Day. Einen richtig üblen. Hä? Wovon redest du? Oh nein, ich habe Huthaare. Oh, ich hätte dir nicht aufsetzen sollen. Ich schick sie rüber. Jasmine, du bist dran. Wirklich? Jetzt schon? Okay. Die Show fängt an? Oh nein, ich muss meine Haare richten. Ich darf keine Zeit verlieren. Das sieht schrecklich aus. Nur weil ich den Hut aufsetzen wollte. Okay, beheben wir das. Ich kann sie einfach kämmen. Oder vielleicht auch nicht. Hier muss es doch was geben, das mir hilft. Ich kann Gel verwenden. Extra stark, wird schon klappen. Ich nehme zwar lieber Haarspray, aber was anderes habe ich nicht. So kalt und schleimig. Jetzt verteilen. Oh, das funktioniert nicht. Ich mach's nur noch schlimmer. Dann bleibt mir nur eins übrig. Es muss runter. Es ist für das Allgemeinwohl. Eine schnelle Bewegung. Hab keine Angst. Warte, vielleicht muss es keine Glatze werden. Die Schnur wird mir helfen. Wow, zum Glück habe ich die entdeckt. Ein Versuch ist es wert. Ich brauche nur ein Stück Schnur. Ich spanne sie. Dann fahre ich mit ihr über die Haare. Sie glättet alle abstehende Haare und bringt alles in Ordnung. Ich mache noch die andere Seite. Ich will ja nicht lächerlich aussehen. Wow, mein Haar ist wunderschön. Es hat noch nie so gut ausgesehen. Perfektes Timing. Mindy, was machst du da? Los, los, los. Okay, ich zeig, was ich kann. Wow, so schicke Haare. Ich sitze auf den mürrischen Look. Oh yeah, Mädchen. Zum Glück bin ich nicht umgeknickt. Das sind riesige Absätze. Ich bin dran, in Pose setzen. Wie ist das? Das ist so toll. Das wird der beste Urlaub aller Zeiten. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Du nimmst so ziemlich alles mit, was du hast. Ich muss nachdenken. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich check lieber meine Liste. Ah, Kleider. Stell dir vor, du hast nichts zum Anziehen. Und ich brauche Handtücher. Dann Schuhe. Ich liebe diese Heels. Immer noch dabei, hm? Huh? Hoffentlich geht er noch zu. Könnte problematisch werden. Komm schon, geh zu. Ich muss den Flug erwischen. Oh, nimm das. Mindy, du musst es ruhig angehen. Urlaub soll erholsam sein. Aber es macht Spaß, dir zuzusehen. Du könntest mir auch helfen. So muss das jetzt gehen. Puh, was für ein Workout. Ich check nochmal meine Liste. Warte. Oh nein, die Feuchttücher. Ich wusste, dass ich was vergessen würde. Oh, das ist wieder typisch. Die passen da nicht rein. Was mache ich jetzt? Ich kann die nicht hier lassen. Schätze, ich muss die tragen. Ach, komm schon. Was ist los? Ich muss nachdenken. Warte mal. Was für ein leckeres Schokoei. Wunderschön. Das werde ich genießen. Jasmine, hey. Kann ich das haben? Was willst du? Du willst meine Schokolade? Die bekommst du nicht. Was? Wir sind doch Freunde. Geh weg. Ist meine. Wenn es um Schokolade geht, hast du echt ein Problem. Ich bereue nichts. Oh Mann, ich wollte nicht die Schokolade. Na klar. Gib her. Das wollte ich. Jetzt packe ich die Feuchttücher um. Ich mache das Plastikei auf. Jetzt brauche ich meine Feuchttücher. Ich hole sie aus dem Paket raus. Und dann lege ich sie ins Ei. Ich stopfe sie einfach da rein. Da passt noch viel mehr rein. Wenn's voll ist, mache ich's zu. So einfach ist das. Im Ei trocknen sie nicht aus. Was für eine tolle Idee. Und das Beste ist, es muss nicht in den Koffer. Es passt in meine Hosentasche. Die perfekte Reisegröße. Und abgehakt. Es kann losgehen. Endlich. Los geht's. Kann's kaum erwarten, am Strand zu liegen. Thank you.
Die Luft ist rein. Genau wie geplant. Hey, bist du da? Pünktlich wie ein Uhrwerk. Nicht bewegen. Nice. Wie sehe ich aus? Wunderbar. So ist es viel besser. So eine doofe Regel. Das Schild kann doch weg. Gut aufpassen. Das hier braucht ihr für den Test. Ich hasse Mathe. Die Lehrerin ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Wo ist es? Mathe ist spannend, hm? Na los. Hab ich dich. Ashley. Hi. Was machst du da? Ich? Gar nicht. Ich hab dich im Auge. Puh, das war knapp. Ich muss mich beeilen. Nope, das ist es nicht. Aha. Niemand wird was bemerken. Ashley. Hände auf den Tisch. Okay, zufrieden? Kein Unfug mehr. Boah, die ist aber mies drauf. Aber sie hat nichts über meine Füße gesagt. Zum Glück mache ich Yoga. Gleich bin ich da. Das ist tricky. Oh nein. Schon wieder, Ashley. Ich hör zu. Okay. Das war knapp. Wenigstens habe ich mein Make-up. Hey, die Stiftbox bringt mich auf eine Idee. Das wird gut. Nimm den Deckel ab und die Stifte heraus. Dann gib Kleber auf die Spitze eines kleinen Stifts. Dann kommt der Stift in den Deckel. Dasselbe machst du mit den anderen Stiften. Mach weiter, bis der Deckel voll ist. Dann versteckst du dein Make-up darin. Es kommt nur rein, was wichtig ist. Und Deckel obendrauf? Meine Make-up-Box für die Schule. Keiner wird mich erwischen. Hey, ist das Make-up? Darin ist alles, was ich brauche. Genau das Richtige für einen schnellen Look. Echt genial, oder? Eine coole Idee. Ich war einkaufen und habe so einen coolen Lidschatten gefunden. Oh, ich bin voll neidisch. Willst du mal sehen? Mega schön, oder? Oh, tolle Farben. Oh, den hätte ich auch gerne. Du darfst ihn dir ausleihen. Danke. Oh, hallo, Sir. Mädels, ihr seid zu spät. Kein Make-up? Stimmt etwas nicht? Nein, alles gut. Und was versteckst du da? Nur meine Hand. Da stimmt doch was nicht. Zeig mal her. Nein, da ist wirklich nichts. Gib schon her. Na gut, mein Lidschatten. Ashley, lass los. Aber der gehört mir. Leute, das ist mega schräg. Du, los ins Klassenzimmer. Sorry. Lass los, Ashley. Gut, eine Ablenkung. Wie kindisch. Deine Lidschattenpalette kannst du in einem Schulbuch verstecken. Mit einer Schere schneidest du eine Form aus. Achte darauf, dass es dieselbe Form ist wie die Palette. Den Rest klebst du auf die Buchseite. Ungefähr so. Und dekoriere die Seite für einen persönlichen Touch. Und um das Make-up zu verstecken. Bist du bereit für die Schule? Keinen Schritt weiter. Dreh dich um. Kein Make-up. Gut, du darfst rein. Perfekt. Ich meine, okay. Hey. Alles okay bei dir? Mir geht's gut. Wow. Cool, oder? Fehlt nur noch ein Pinsel. Jetzt kann ich mich schminken. Bücher sind doch eigentlich ganz nützlich. Du siehst toll aus. Willst du im Buch lesen? Hi, Miss. Ich bin mit dem Test fertig. Wirklich? Ich habe viel gelernt. Mal sehen. Okay, gut gemacht. Cool bleiben. Danke. Was hast du da im Gesicht? Was? Ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Ist das Make-up? Nein, ich muss weg. Warte, dreh dich mal. Ich habe kein Make-up. Seltsam. Du kannst gehen. Ich liebe diesen Look. Wow. Wieso ist sie geschminkt? Natürliche Schönheit. Aber ich habe ein dunkles Geheimnis.
Spulen wir mal zurück. Sie ist abgelenkt. Zum Glück bin ich vorbereitet. Nimm einen Radiergummi und schneide die Ecken mit einer Schere ab. Du brauchst nur ein kleines Stück. Dann klebst du Kleber auf ein Wattestäbchen und drückst das Stück Radiergummi darauf. Dann malst du das Stück mit Eyeliner an. Alles muss schön schwarz sein. Genau so. Ich bin bereit. Das wird ein genialer Lidstrich werden. Und nun die andere Seite. Perfekt. Okay, gut gemacht. Dafür sollte ich eine 1 kriegen. Wo setze ich mich hin? Der Platz sieht gut aus. Nein, geh weiter. Ich muss mich beeilen. Aus dem Weg! Mach Platz, Nerd! Das ist mein Platz. Ich war aber zuerst hier. Such dir einen anderen Platz. Ist das dein Ernst? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Na los, trau dich. Das wird dein sicherer Untergang. Schere, Stein, Papier, los! Ach so, ja. Yes, gewonnen! Sorry, Loser. Oh, Ashley ist die Schlimmste. Na, heulst du jetzt? Dieser Platz ist ideal. Genau neben den Ordnern. Nimm einen Ordner und schneide ihn hinten auf. Gib Kleber auf die Rückseite. Klebe die Rückseite etwa so an. Stelle den Ordner auf die Seite und klebe abgeschnittene Ordner daran. Wiederhole das mit mehreren Ordnern. Zum Schluss kommt ein Halbierter dazu. Das war eine geniale Idee. Mein geheimes Make-up-Fach. Dort ist alles, was mein Herz begehrt. Dafür braucht's nur ein bisschen Kreativität. Ich musste hier sitzen. Schließlich will ich gut aussehen. Und wie sehe ich aus? Wow, wie geht das denn? Neidisch? Oh nein! Ist das Make-up? Wo ist meine Brille? Diesen Stift habe ich gesucht. Was zum... Schon gut. Ich liebe diesen Lidschatten so sehr. Oh, Mann, bin ich müde. Gleich geht die Stunde los. Oh, hey. Ich dachte, du wärst ein Geist. Sehr lustig. Du bist irgendwie bleich. Ach was, ich sehe immer so aus. Sie braucht meine Hilfe. Ich habe doch bestimmt hier was für sie dabei. Aha, der wird nützlich sein. Oh, eingeschlafen. Hey, wach auf. Was ist denn? Hier für dich. Kleber? Wow, wie lieb von dir. Drück mal drauf. Okay, aber ich weiß, wie Kleber aussieht. Hä? Was ist das denn? Ist das Make-up? Ist das eine Art Zauberei? Hier. Nimm das. Für etwas Farbe im Gesicht. Okay, aber ich bin verwirrt. Nimm eine leere und saubere Kleberflasche und entferne den Deckel. Und dann füllst du deine Lieblingsfoundation hinein. Fertig. Dann kommt der Deckel oben drauf. Ein Notfallfläschchen mit Foundation. Ah, schon kapiert. Danke. Kein Problem. Das ist so viel besser. Wie sehe ich aus? Sehr gut. Danke dir. Sch, ich versuche zu arbeiten. Du bist so eine Streberin. Pass mal lieber auf, sonst bestehst du den Test nicht. Süßigkeiten essen macht aber viel mehr Spaß. Ha, was ist da denn los? Süßigkeiten in meinem Unterricht? Was ist das? Ein Wurm! Was denn jetzt? Erwischt. Oh, komm schon. Doremi.
Alles klar, ich bin bereit. Oh, stimmt, natürlich. Ich brauche nicht so viel Make-up. Ich sehe schon natürlich hübsch aus. Das sehe ich. Wie wär's mit etwas Lippenstift? Oh, Moment. Ich habe einen Anruf. Echt jetzt? Hallo? Machst du Witze? Was hat er getan? Bin schon unterwegs. It's showtime. Wir müssen los. Oh, ja, natürlich. Warte, so kann ich doch nicht raus. Was mache ich denn nur? Hey, Make-up-Lady? Komm zurück. Das ist eine Katastrophe. Na los. Wie schwer kann das schon sein? So weit, so gut. Wem will ich hier was vormachen? Ich sehe doch aus wie ein Clown. Okay, versuchen wir es mal anders. Ich hoffe, das klappt. Diese Yoga-Stunden haben sich wirklich gelohnt. Ja, 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 ich weiß. Ich hole sie jetzt. Das ist nicht, wonach es aussieht. Was zur... Wir brauchen hier wahrscheinlich noch etwas länger. Ich versuche mich nur zu schminken. Wow, so aber nicht. Es muss doch was geben, was wir tun können. Na toll, mir hängt ein Faden aus dem Ärmel. Moment, warte mal. Vielleicht können wir ihn benutzen. Ein Versuch ist es wert. Was tust du da? Ich reibe den Faden über den Lippenstift, damit der Faden damit bedeckt ist. Jetzt ziehe ich eine Kontur um deine Lippen. Und noch die Unterlippe. Und dann malen wir die Lippen aus. So, fertig. Wow, das sieht toll aus. Ich sehe aus wie auf dem Poster. Perfekt. Was soll das heißen? Die Show hat begonnen. Mindy ist bei mir. Los, beweg dich. Komm, komm, komm. Dann mal los. Oh, was für ein Tag. Das ist ein schöner Platz zum Sitzen. Wow, hier ist es bezaubernd. Ich bin so gern in der Natur. Oh, so ein süßes Eichhörnchen. Hey, kleiner Kerl. Oh, darf ich dich zeichnen? Nicht bewegen. Ups, das war knapp. Sorry, ich brauche noch eine Minute. Vielleicht, wenn ich mich an die Bank lehne. Moment noch. Ach nee, das wird nix. Ich krieg's nicht gebacken. Warum muss das denn so schwer sein? Ah, das ist so frustrierend. Oh, die Pizza sieht aber lecker aus. Kann ich dir helfen? Hi. Könnte ich die Schachtel haben? Ich zahle auch dafür. Ja, aber nicht die Pizza. Oh, cool. Jetzt kann ich mir noch eine kaufen. Oh, das ist mein Glücksstück. Das hier ist genau das, was ich brauche. Damit halte ich den Deckel oben. Und dann lege ich mein Blatt da drauf. Und ich habe eine Staffelei wie ein Künstler. Und nun kann ich dich malen. Oh, aber ich kann die Pizza-Lady malen. Das sieht schon gut aus. Aber Porträts sind eine echte Challenge. Pizza ist das einzig wahre Essen. Hey, du warst echt ein tolles Modell. Was hast du gesagt? Sag mal, malst du mich etwa? Das muss ich mir ansehen. Ich bin einfach mal ganz leise. Niemals. Unfassbar. Das ist ein wahres Meisterwerk. Wow. Du hast mich erschreckt. Das bist du. Ich hoffe, dir gefällt's. Gefällt mir sehr. Darf ich's dir abkaufen? Na klar. Danke, du bist echt eine richtige Künstlerin. Das ist so nett. Oh mein Gott, wow! Schau dir die mal an! Hä? Oh, hi Mindy. Diese Schuhe sind so süß. Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir. Wow, fast vergessen. Was hältst du von meinen Schuhen? Wow, die sind mega schön. Bin total neidisch. Oh, du bist so lieb. Die passen super zu dem Oberteil. Hey Mädels. Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten.
Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz. Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Ach, das war erfrischend. Okay, dann checke ich mal meine Maße. Hey, Jennifer! Ich hab voll Hunger. Stört's dich, wenn ich den Fernseher anmache? Was machst du denn da? Du weißt doch, ich bin auf Diät. Oh, das riecht so gut. Stopp! Los, verschwinde! Na gut. Schau mal da. Ein riesiger Teddybär. Ich habe eine Idee. Ich mache einen Schnitt in den Bären und stopfe da meine Snacks rein. Damit sind sie versteckt. Jennifer muss sie ja nicht sehen. Und ich kann sie essen. Danke, dass du die Snacks weggebracht hast. Na klar, kein Problem. Mindy, was sind das für Geräusche? Was ist da los? Ich kuschel nur ein bisschen mit dem Teddy. Ja, der ist echt süß. Das war knapp. Okay, Leute, aufgepasst. Wir schreiben heute einen Test. Kein Getuschel oder Geschummel, ich habe euch im Blick. Ihr dürft beginnen. Alles wird gut. Nun brauche ich noch einen Stift. Oh nein, ich krieg meine Federtasche nicht auf. Komm schon, geh auf. Das ist gar nicht gut. Vielleicht kann mir Jennifer helfen. Psst. Was? Hast du noch einen Stift für mich, bitte? Nein, den brauche ich selbst. Wow, okay. Mindy, was habe ich gesagt? Entschuldigung, Miss. Was mache ich denn jetzt nur? Ich war jung und hatte noch Träume. Und dann habe ich eine 6 bekommen. Und jetzt schaut mich nur an. Ah, wieder ein geschäftiger Tag zum Geld ausgeben. Oh, was für eine arme Gestalt. Hast du ein bisschen Kleingeld übrig, bitte? Okay, mal sehen. Das reicht hoffentlich. Oh, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür. Du hast ein gutes Herz. Nein, das kann ich nicht zulassen. Auf keinen Fall bekomme ich eine 6. Aber Moment mal. Vielleicht kann ich ja diese Büroklammer nehmen. Ich lege die Büroklammer auf den Tisch. Dann brauche ich meine Klebepistole. Und ich fülle die Büroklammer mit dem Kleber. Ich nehme Glitzerkleber, weil er einfach hübsch aussieht. Ich fülle nur diesen Bereich aus. Und jetzt muss es aushärten. Dann fädle ich die Büroklammer durch den Reißverschluss. Ja, er geht auf. Puh, bin ich erleichtert. Ein neuer Tag, ein neuer Euro. Und ich bin offen für Geschäfte. Oh, da kommen ja schon Kunden. Alice, guck dir das ganze Spielzeug an. Hallo, habt ihr schon unsere neue Puppe gesehen? Wow, guck dir die mal an. Es ist Showtime. Oh, die ist ja voll gruselig. Komm, lass uns abhauen. Ja, das passiert immer. Vielleicht jetzt? Brauchst du Hilfe? Ich bin hier. Wir haben für jeden etwas. Was ist das? Ist da was hinter dir? Irgendwas stimmt hier nicht. Psst. Hallo, Freundin? Wollen wir spielen? Bleib weg von mir! Nicht schon wieder. Jedes Mal. Die werde ich nie wieder los. Na gut, wird Zeit, nach Hause zu gehen. Vielleicht haben wir morgen ja mehr Glück. Warum passiert das immer? Ich will doch nur geliebt werden. Hä? Na du? Vielleicht kann ich dir helfen. Wer bist du? Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Hier werden wir dich umstylen.
Aus einer abstoßenden Puppe wirst du eine wunderschöne. Uff, irgendwas versperrt mir den Weg. Du weißt, dass das eine Scheibe ist. Die Tür ist da drüben. Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Ups, wie peinlich. Komm rein, es wird Zeit für dein Makeover. Das muss ich später sauber machen. Meine Arbeit nimmt kein Ende. Wow, hier gibt's so viele Klamotten. Mach aber bitte keine Sauerei. Ich find's toll, wie es hier aussieht. Oh, warte, ich muss etwas holen. Oh, was ist das? Dieses Köfferchen ist unsere Hilfe. Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Wow, warte mal, was ist mit deinem Lippenstift? Wieso? Den habe ich selbst aufgetragen. Ui, aber ist okay. Ich mag Herausforderungen. Heute muss mein Glückstag sein. Ich werde umwerfend aussehen. Oh, was steht denn da? Schickes Parfum. Oh, meine Augen. Ich tue so, als wäre das nicht passiert. So viele schicke Kleider. Der Hut gefällt mir. Und ich nehme mir die Schuhe. Wow. Vielleicht ziehe ich doch lieber flache an. Ein Make-up-Koffer. Ich kann nicht länger warten. Das ist eine hübsche Farbe. Ups, aus der Hand gefallen. Dann versuche ich's damit. Das riecht gut. Hotchi! War ich das etwa? War keine Absicht. Was ist denn hier passiert? Ich dachte, ich fange schon mal an. Aber warum? Warum hast du das getan? Bleib ruhig, es ist nur Make-up. Mein edelstes Make-up. Wo waren wir? Ja, wir wollten dich abschminken. Oh, ich mach das. Und ich reinige meinen Pinsel. Das ist meine Schuld. Ich bin zu nett. Das habe ich davon, wenn ich anderen helfe. Fass jetzt nichts mehr an, okay? Sorry, aber das war so verlockend. Mein armes Make-up. Lidschatten. Die Farbe gefällt mir. Aber wie trage ich's auf? Ja, ich weiß. Ich tupfe das Tuch erst hier drauf und dann auf meine Augenlider. Ich mach's langsam. Was machst du da? Das sieht gut aus. Aber wir müssen auch was mit deinen Lippen machen. Ich weiß, die sehen nicht gut aus. Kein Problem, ich krieg das hin. Oh, ich habe ja diesen Lipgloss. Der Glitzer ist vielleicht doch noch nützlich. Ja, ich habe eine tolle Idee. Wow, du bist ein Genie. Ich denke, es ist soweit. Meine besondere Kreation. Deine Lippen werden leuchten. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh ja, perfekt. Ich hatte mir geschworen, nicht emotional zu werden. Aber ich kann nicht anders. Ich fühle mich so gut. Der ist viel besser als mein alter Lippenstift. Ich danke dir. Aber du hast meine Sachen ruiniert. Naja, egal. Ich bin so müde. Ich denke, ich werde ins Bett gehen. Nein, warte. Du musst dir das Ende vom Film anschauen. Können wir was essen? Ich habe großen Hunger. Ja, klar. In einer Minute. Ich will nichts verpassen. Bleib einfach sitzen. Ich habe noch 6 in der Küche. Aha, Lollis, die werden reichen. Auf keinen Fall. Ich hab's versucht. Was haben wir noch? Wie wär's mit einer Limo? Jeder mag Limo. Hier für dich. Nein, die will ich nicht. Wow, komplizierte Persönlichkeit. Dann hole ich was anderes. Warte kurz. Ich dachte, ich hätte noch was. Wo ist das? Das klappt nicht. Ich muss nachsehen. Mach nicht zu lange. Ich glaub nicht, dass ich noch lange wach bin. Die Couch ist echt gemütlich. Was habe ich verpasst? Wow, der Film ist so gut. Hast du das gesehen? Nein, geh da nicht rein. Das ist ein Spukhaus. Warum macht sie das? Warte, da ist was in der Marmelade. Was ist das? Haare? Das ist ja ekelhaft. Oh nein, das ist nicht gut. Was habe ich getan? Sorry, bin kurz eingenickt. Oh, gute Nacht, China. Oh, was ist das für ein Geruch? Oh. Jetzt aber schnell. Ich habe immer Tücher dabei. Ah, so geht das nicht. Komm schon, so kriege ich das nicht runter. Warte mal, ich weiß, was zu tun ist. Ich schmiere ihr noch mehr ins Haar. Ich finde nämlich, dass sie eine neue Haarfarbe braucht. Du wirst von blond zu pink oder erdbeerfarben. Egal, wie man es nennt, sie wird gut aussehen. Hoffentlich klappt das auch. Es riecht jedenfalls gut. Dann muss die Marmelade wieder runter.
Wow, das sieht viel besser aus. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde es noch stylen. Aber wie? Ich muss nachdenken. Oh, ich weiß. Ich lege dieses Tuch über ihren Kopf. Und dann wickle ich eine Haarsträhne drum. Das muss schön eng werden. Ich mache das auch auf der anderen Seite. Schlaf einfach weiter. Das wird eine schöne Überraschung. Jetzt muss ich warten. Das sollte lang genug sein. Wenn ich das Tuch entferne, bleiben wallende Locken. Hä? Was ist los? Ich habe so gut geschlafen. Ich bin froh, das zu hören. Ich habe eine Überraschung für dich. Schau dir das an. Das gibt's doch nicht. Bin ich das? Wunderschöne Locken. Aber wie? Oh, ist ein Geschäftsgeheimnis. Oh, okay. Unglaublich, dass das wirklich ich bin. Hey, Bestie. Das hatte ich fast vergessen. Für dich. Ich liebe Überraschungen. Die ist leer. War nur Spaß. Das ist für dich. Ist nicht ganz mein Stil. Nicht so voreilig. Probier es an. Ist wie ein Sack. Nee, das geht so nicht. Nein, mach das nicht. Doch, das muss sein. Wie ist das? Bedecke deinen Schambereich. Oh, hab mich schon gewundert, warum es so zieht. Gib mir eine Sekunde. Schon besser. Das hat mich geistig verstört. Hier habe ich eine Sicherheitsnadel. Die sollte uns vor, Blöße schützen. Ich steck sie durch den Rock und schließe sie am Oberteil. Das ist besser. Ich habe noch mehr davon. Ich befestige die rundum. Hoffentlich rutscht deine Hand nicht aus. Wir sind fertig. Wow, das ist schick. Damit könnte ich auf den Laufsteg. Genau, was ich wollte. Warte, da fehlt noch etwas. Mal überlegen. Ich hab's. Die brauchen wir. Nimm dieses Ende. Wir müssen sie dehnen. Hä? Warum? Oh, schön. Du siehst so gut aus. Das haben wir echt gut hinbekommen. Aber es fehlt noch eine Sache. Bitte sehr. Gefällt mir. Das ist das perfekte Outfit. Wie kann ich dir je dafür danken? Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich fühle mich großartig. Warte, was ist mit deinen Nägeln? Wie konnten wir die übersehen? Was? Die sind doch in Ordnung. Nein, alles muss perfekt sein. Was hast du vor? Ich habe genau das Richtige. Das muss ich noch einstecken. Und du bekommst wunderschöne Nägel. Steck deinen Finger da rein. Ist das eine Falle? Mach einfach. Wow, jetzt habe ich ein Einhorn auf meinem Nagel. Das ist so schön. Mach den Rest. Ich bin froh, dass ich das habe. Jetzt bist du perfekt. Geh da rein und seh fabelhaft aus. Ich werde dich vermissen. Ich will diese Puppe. Ich habe sie zuerst gesehen. Wow, ich bin echt begehrt. Daran könnte ich mich gewöhnen. Und das verdanke ich ihr. Ich werde sie nie vergessen. Oh, Dolly, dein Haar ist so wuschelig. Kaum zu glauben, dass sie noch mit Puppen spielt. Oh, hi. Magst du Puppen? Findest du auch, dass sie schön glänzendes Haar hat? Sorry, ich muss los. Ich glaube, ihr versteht's einfach nicht. Dolly ist etwas schmutzig. Vielleicht braucht sie noch eine neue Frisur. Stillhalten, Dolly, das wird dir nicht wehtun. Hier noch ein bisschen. Dein zerfleddertes Kleid bringe ich auch in Ordnung. Dolly, du siehst viel besser aus. Hier, du sitzt direkt neben mir. Fantastisch, wie gut Dollys Umstyling geworden ist, oder? Was zum Geier? Wer bist du? Wo kommst du her? Dolly, unglaublich, dass du zum Leben erwacht bist. Wie bist du ein Mensch geworden? Bitte hör auf, mich anzutippen, Wendy. Das ist unhöflich. Unfassbar, dass du vor mir sitzt. Das ist wahrscheinlich das Verrückteste, das mir jemals passiert ist. Dolly, wäre es okay, wenn wir ein Foto machen? Yes! Guck dir die Fotos an, die ich gemacht habe. Warte, sehe ich wirklich so aus wie auf diesen Fotos? Dolly? Oh, ja, Wendy, das sind auch nicht die besten. Hey, beachte diese Fotos nicht. Nimm den Spiegel und schau dich an. Ich kapiere es nicht. Was soll ich mir denn anschauen? Warte hier kurz, okay? Ich frage mich, wo sie hingeht. Naja, sie wird schon wiederkommen. Und mit dem Spiegel kann ich auch gleich ein paar Pickel ausquetschen. Ich drücke an dem hier ein bisschen rum. Eklig. Und dann drücke ich den gleich aus. Der ist geplatzt. Oh, hier auf meiner Wange ist auch noch einer. Wendy, ich bin wieder da. Und ich habe meine Tasche dabei. Warte, was machst du da mit deinem Gesicht? Oh, ich drücke nur meine Pickel aus. Ich kann es nicht ändern.
verstehe. Aber ich habe da was Besseres für dich als deine Finger. Hä? Was ist das? Sieht aus wie ein Gadget. Okay, schätze, ich drücke den Knopf und halte das Ding an mein Gesicht. Oh mein Gott, das hat meinen Pickel entfernt. Ist das gerade wirklich passiert? Fantastisch! Das ist ja echt ein magisches Gerät. Das ist keine Magie, nur Wissenschaft. Das ist so cool. Ich mache damit gleich mal weiter. Mal gucken, ob ich alle Pickel in meinem Gesicht loswerden kann. Ja, das machst du gut, Wendy. Weiter so. Oh, vielen Dank, Dolly. Ich habe auch noch etwas für dich. Willst du es ausprobieren? Ja, Mann, natürlich. Ich probiere alles, was du hast. Ich trage diese Grüntee-Maske einfach auf meine fettige Haut auf. Mein Kinn und meine Nase sind definitiv Problemzonen. Danke, Dolly. Okay, hier hast du die Roll-On-Maske zurück. Gern geschehen. Und du hast sie auch schon lange genug einwirken lassen. Ja, super. Dann nehme ich dieses Tuch und wische die Maske einfach ab. Wow, guck mal, wie sie sich um meine Mitesser gekümmert hat. Wie cool, meine Haut sieht jetzt so viel besser aus. Das tut sie. Und jetzt zum nächsten Schritt. Was ist das denn? Irgendwie Klebeband? Ah, für meine Augenbrauen. Und was soll das bringen? Das wird mir doch die Augenbrauen ausreißen, oder? Ja, also warte kurz. Ich ziehe das Band nun von deinem Gesicht ab. Wow, guck dir das an. Es hat meine Augenbrauen in Form gebracht. Unglaublich, dass ein Streifenklebeband das alles kann. Oh, vielen Dank, Dolly. Du bist die beste Freundin aller Zeiten. Lass uns ein neues Foto machen. Oh, ich denke, ich muss dann zur Schule. So ein Mist. Hab meinen Rucksack. Oh, hey, Dolly. Was gibt's? Was? Was ist denn? Willst du das zur Schule anziehen? Ja, was ist daran falsch? Nichts, aber ich habe einen Vorschlag für dich. Hier, setz dich auf die Couch. Mal sehen, was du im Kleiderschrank hast. Oh, hey, schau nur, wie hell und fröhlich diese Farbe ist. Dieses Oberteil? Wirklich? Ja, ich finde, das ist genau das Richtige für dich, wenn du zur Schule gehst. Okay, gut, dann ziehe ich das Teil halt an. Hier noch den Arm durch. Okay, fertig. Ja, das steht dir sehr gut. Warte noch kurz. Na gut. Zum Glück habe ich Schokolade zum Naschen dabei. Oh, das ist ein schöner Haarreif aus Samt. Der ist perfekt. Der steht dir wunderbar. Oh, ich habe noch eine tolle Idee. Okay, was habe ich noch hier zu futtern? Ausgezeichnet, die Jeans passt perfekt. Jeans? Wirklich? Na gut. Okay, dann halt mal meinen Nutella, während ich mich umziehe. Oh Mann, die sind so eng. Ich krieg die kaum an. Ja, die kriege ich nicht zugeknöpft. Oh Wendy, das bedeutet für dich keine Süßigkeiten mehr. Was? Aber ich liebe Süßigkeiten. Oh, fein. Gut, dann versuche ich mal, die Hose zuzuknüpfen. Au. Au, au. Okay, wow, du hast sie zugeknöpft bekommen. Ich habe echt keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Bestimmt Puppenmagie. Du siehst so süß aus. Hier ist dein Rucksack. Viel Spaß in der Schule. Wow, das war viel Arbeit, sie fertig zu machen. So viel Verpackung. Sie hat viel zu viel Junkfood gegessen. Dann werde ich nun aufräumen und das zum Müll bringen. Warte, wer ist das? Ist Wendy hier draußen? Yes! Oh, hi, Dolly. Ich muss los. Das war ein Schokoriegel. Sie muss hier irgendwo sein. Da. Oh, Dolly. Oh, Wendy. Ich habe so einen Hunger. Ich brauche einfach ein paar Snacks. Oh. Hallo, Wendy. Wie kann ich dir heute helfen? Huh? Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das kam aus dem Kühlschrank. Ich sollte nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Oh. Hallo, Dolly. Komm aus dem Kühlschrank, Wendy. Das ist zu kalt da drin. Komm mal her und gib mir das Nutella-Glas auch. Iss statt der Schokolade doch eine Banane, die ist viel gesünder. Was, eine Banane? Ach komm schon, das ist kein geiler Snack. Das ist der richtige Snack für dich. Ich erledige den Abwasch. Oh, das ist voll mies. Hey, warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Guckt Dolly gerade? Nee, sie ist mit Abwaschen beschäftigt. Okay, ich habe meine schicken Bananenmaschine. Dann lege ich mal los. Piu, piu. Nun muss ich die Stange einstechen und dann drehen. Nun ziehe ich sie wieder heraus und der Kern der Banane kommt mit. Sieht schon ein bisschen komisch aus. Und nun schiebe ich die ausgehöhlte Banane hier drauf. Und hier mache ich mein leckeres Nutella hinein. Das müsste reichen. Nun drücke ich den Hebel runter.
Ja, die Banane ist mit Nutella gefüllt. Ich kann es kaum erwarten, sie zu essen. Wendy? Oh, hi, Dali. Ja, ich esse die Banane als Snack, siehst du? Puh, das war knapp. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas mitbekommen hat. So ein geiler Schokohaselnuss-Snack. Oh mein Gott, das ist so lecker. Die beste Banane, die ich jemals gegessen habe. Hey, bin von der Schule zurück. Zum Glück. Und hey, ich sehe immer noch gut aus, obwohl mein Make-up aufgefrischt werden könnte. Oh, ups. Muss natürlich meine Brille absetzen. Ich will nur etwas Foundation auftragen. Okay, das sollte reichen so. Und nun zur Mascara. Ich muss nur meine Wimpern damit bedecken. Ups, bin an die Augenlider gekommen. Ach, das passt schon. So sieht es ziemlich gut aus. Habe ich gut hinbekommen. Dieser pinke Lippenstift ist mein absoluter Liebling. Das sieht so toll aus und gefällt mir echt gut. Oh, Wendy, du bist zu Hause. Was machst du denn da? Oh, ich verstehe, du schminkst dich. Lass mich das Ergebnis mal sehen. Ja, ich brauchte auf jeden Fall eine Auffrischung. Dolly? Dolly? Oh mein Gott, geht's dir gut? Komm, ich helfe dir auf die Beine. Was ist los mit dir? Warum bist du umgekippt? Und warum hast du dich geschminkt? Oh, habe ich dir noch nicht gezeigt? Guck hier, das Poster für die Modenschau. Eine Modenschau? Verstehe. Wenn du dabei sein möchtest, dann helfe ich dir lieber. Komm mit mir. Huh? Setz dich auf die Couch. Was? Ich muss dein Make-up richten. Aber ich habe so viel Zeit damit verbracht. Oh, na gut. Dann schminke ich mich ab, aber nur, weil du es gesagt hast. Ja, und denk auch an den Lippenstift. Gut gemacht, Wendy. Und nun kommt mein Make-up-Koffer. Wow, was zum Geier, wo hast du den Koffer her? Hier bewahre ich mein ganzes Make-up auf. Schau hier, du machst flüssige Foundation hier oben drauf. Siehst du, wie schnell sich das dreht? Sehr schnell sogar. Okay, das sollte reichen. Damit tragen wir nun die Foundation auf. Wow, das fühlt sich irgendwie schön an. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Fertig, siehst du? Deine Haut sieht makellos aus. Fantastisch! Und was hast du für Mascara da drin? Oh, wow, du hast unechte Wimpern! Ja, die habe ich. Du brauchst keine Wimperntusche auftragen. Halt schön still und ich mache dir die Wimpern dran. Und wie sehen die aus? Ich wette, fantastisch. Oh, die Lippen. Okay, ich glaube, das ist lang genug. Sehen die gut aus? Sie sehen toll aus. Die Farben passen perfekt zu dir. Aber du musst noch was anderes anziehen. Okay, los geht's. Dolly, du hast voll den guten Sinn für Mode. Das sieht echt fantastisch aus. Oh, guck, wir sind fast gleich angezogen. Okay, wir gehen. Oh, ich bin voll nervös, seitdem wir hier sind. Weißt du was? Nein, ich mach das doch nicht. Ich bin viel zu nervös. Es ist alles okay. Einfach tief durchatmen. Du schaffst das. Ups, sorry, entschuldige. Ich bin wegen der Modenschau hier. Naja, ich schätze, sie sieht ganz gut aus. Hi! Wow, du siehst voll toll aus. Dein Oberteil gefällt mir. Ich wusste, das würde klappen. Muss nur noch ein bisschen auffrischen. Und ein wenig Rouge hilft dabei. Wo ist denn der Pinsel? Ja, der wird definitiv helfen. Eddie wird gar nicht merken, dass die Spitze weg ist. Ich stecke sie einfach auf den Stift als Griff. Voila, ein selbstgebastelter Make-up-Pinsel. Hey, können wir los? Ich wasche mir lieber die Hände. Ich mag den Duft dieser Seife. Ach Mist, Mann, die ist glitschig. Hab dich. Was? Soll das ein Scherz sein? Komm schon, Seife. Bleib einfach an deinem Platz. Kein Rutschen und Schlittern mehr. Ach, komm schon. Wie kann denn das sein? Okay, ich muss da doch was tun können. Oh, die Schale. Natürlich. Rein mit dir, Seife. Das ist dein neues Zuhause. Tch. Hey, was zum Teufel? Mom, die Seife ist total durchweicht und eklig. Boah, die mag ich so nicht. Ich will die nicht mal mehr benutzen. Ach, kein Problem. Ich besorge mir einfach eine neue. Aber wenn ich die in die Schale lege, wird die auch eklig. Denkt nach, Jennifer, denkt nach.
Das könnte klappen. Es wird Zeit für den bewährten Heißkleber. Ein schönes Rechteck mit einer Lücke zum Waschbecken hin. Und ein paar Schnörkel müssen natürlich sein. Genau so. Perfekt. Jetzt kann ich meine Hände waschen. Neue Seifenstücke sind die besten. Und hier hat die Seife jetzt ihren Platz. Das funktioniert. Oh, das Wasser fließt ab. Jetzt wird die Seife nicht mehr eklig oder rutscht ins Waschbecken. Problem gelöst. Dank mir. Oh, dieses neue Setting-Powder ist großartig. Und jetzt zu meinem Braunstift. Ich will nur noch meine Augenbrauen ein bisschen auffüllen. Ach Mann, die sind ja total ungleich. Oh, das muss ich in Ordnung bringen. Hä? Boah, jetzt ist es noch schlimmer. Jetzt muss ich die andere anpassen. Ashley, Mann, was dauert denn da so lange? Meine Augenbrauen, die sind außer Kontrolle. Hä? Was? Wie konnte das denn passieren? Das ist nicht lustig. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Ja, schon gut, ich helfe dir. Gib mir mal deinen Stift. Das Geheimnis liegt in der Verwendung einer Pinzette. Ich zeig's dir. Nimm den braunen Stift und mal die Spitzen der Pinzette an. Okay, jetzt nimm sie und zeichne damit deine Brauen nach. Oh, das hat ja echt funktioniert. Ja, so bleiben die Ober- und Unterseite gleichmäßig. Jetzt musst du sie nur noch in Form bringen. Oh, das ist so clever. Wow, oh, die sind toll geworden. Danke für die Make-up-Rettung. Keine Ursache. Oh, wir sind schon spät dran. Ja, Zeit für ein Schaumbad. Oh, das wird so entspannt. Ich habe mein Tablet und bin bereit zum Einweichen. Die perfekte Zeit, um Videos zu schauen. Ich brauche nur noch mein Getränk. Oh, das ist einer meiner Lieblingskanäle. Och, mein Drink ist alle. Ja, ich lege das mal kurz hier hin. Okay, jetzt kann ich mir mehr Fanta eingießen. Ah, mein Tablet! Wo ist es? Oh, ich muss es retten. Ah, ein schönes Schaumbad. Ich kann es kaum erwarten, meine Videos zu sehen. Ja, aber das könnte gefährlich werden für mein Tablet. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Ach, der Kleiderbügel. Das ist die Lösung. Ich hänge den einfach hier hin und schnapp mir eine Ziploc-Tüte. Hier drin ist es sicher und vor allen Dingen wassergeschützt. Und jetzt klippe ich die Tüte an den Kleiderbügel. Ausgezeichnet! Das ist wie ein Privatkino. Aber mit Seifenblasen und ausgefallenen Strohhalmen. Und jetzt meine Videos. Alles ist nass. Und ich auch. Mann, schau dir doch meine Haare und mein Make-up an. Oh, da draußen geht's aber wirklich ab. Gut, dass ich an meinen Regenschirm gedacht habe. Na, das ist nicht fair. Ach du meine Güte, was denn mit dir passiert? Ja, das Wetter hat alles ruiniert. Ja, dein Haar braucht ein bisschen Hilfe. Hey, warte mal. Oh, ich habe gerade eine tolle Idee. Schau, der Händetrockner da drüben. Halte deinen Kopf darunter. Das klappt auf jeden Fall, vertrau mir. So ist es gut, lass dein Haar trocknen. Oh, unglaublich, meine Haare sind wieder trocken. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Oh, jetzt fühle ich mich viel besser. Zeit für meine morgendliche Dusche. Aber meine Haare bleiben trocken. Und hier ist mein Duschschwamm. Ja, das wird schön schaumig. Okay, das sollte reichen.
Schrubb, schrubb, schrubb für eine saubere Haut. Ich komme nicht an meinen Rücken ran. Komm schon, nur ein bisschen strecken. Ach, warte, vielleicht, wenn ich die Wand benutze? Nee, das ist ein totaler Reinfall. Was wenn ich... Heureka, komm her, Klebepistole. Ich mache einfach ein paar geschwungene Linien. Gut, und jetzt noch ein paar Punkte. Das ist ein ziemlich süßes Muster. Okay, das sollte reichen. Mal sehen, ob das klappt. Hey, nicht schlecht. Ich schrubbe meinen Rücken, ohne die Hände zu benutzen. Hallo, Klasse. Denkt an die Regel. Kein Make-up. Ja, wir denken dran. Aber Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Ups. Wenn du die Regeln brechen willst, dann musst du kreativ sein. Nur eine schnelle Extraportion Farbe. Meiner duftet nach Beeren. Geschmeidig, was? Das kannst du zweimal sagen. Hübsche Einhörner haben wieder gewonnen. Entschuldigung, junge Dame. Wirf deine Kosmetik in diese Box. Oh, ich habe kein Make-up dabei, Madam. Ach, wirklich? Ich werde das überprüfen. Nein, darf nicht Kontrolle verlieren. Sie hat ihren eigenen Willen. Nein, nicht mein Rucksack. Sieht so aus, als hätte ich die Kontrolle verloren. Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist. Warum haben wir die strengste Lehrerin weit und breit? Du hast mich verraten. Wie kann ich dir je wieder vertrauen? Hey, kein Grund zum Weinen. Ich habe die Lösung gleich hier. Wenn du dein Make-up verstecken musst, verkleide es einfach. Ohne das sichtbare Holz sehen diese Stifte wie Kreide aus. Du kannst keinen Unterschied erkennen, siehst du? In die Box mit dir. Brauchst du eine schnelle Eyeliner-Auffrischung? Schnell, bevor die Lehrerin es sieht. Du wirst es lieben. Ach, du hast meinen Look vervollständigt, Annie. Mädels, was ist bei euch los? Ausmalen, sonst nichts. Ach, wirklich? Die will ich mir mal ansehen. Und hier sind sie schon. Irgendwas ist anders. Wir sind sowas von erledigt. Ich will nicht zum Nachsitzen. Schmecken wie Wachsmalstifte. Puh, das hätte übel enden können. Ah, ich kann kaum meine Augen offen halten. Dieser Unterricht ist wie verbales Melatonin. Wie lange war ich weg? Nur noch eine halbe Stunde. Kreativ zu sein ist schwer, wenn man müde ist. Niemals. Kevin ist gerade reingekommen. Dieses Gesicht weckt mich immer auf. Sind meine Haare in Ordnung? Oh, ich sehe aus wie der Tod. Annie, Annie! Redest du mit mir? Ich dachte, ich hätte meinen Namen gehört. Wie kannst du nur so umwerfend aussehen, wenn kein Make-up in Sicht ist? Okay, was ist hier los? Alles ist hier drin. Das ist der geheime Lidschatten. Nimm einfach einen normalen Radiergummi und zeichne ein Rechteck drauf. Schneide es dann aus und fülle deinen Lieblingslidschatten ein. Stopf ihn rein und verdichte ihn. Dann schieb die Hülle wieder drauf. Gut, dass ich meinen Pinsel dabei habe. Ein bisschen reicht schon. Hübsch, oder? Ich sehe nicht mehr verschlafen aus. Jetzt wieder verstecken. Raffiniert. Hey du, könntest du mir... Wow, du hast wunderschöne Augen. Du
die hübschesten, die ich je gesehen habe. Als ob ich das nicht wüsste. Oh, wow. Kevin ist verliebt in mich. Habe ich es rechtzeitig geschafft? Gerade noch so. Ich setz mich hin. Worauf wartest du noch? Aha. Das war hart. Wo wir gerade von hart reden. Diese Haare haben schon bessere Tage gesehen. Ich glaube, ich habe eine Bürste hier drin. Oh, Gott sei Dank. Der Wind ist mein schlimmster Feind. Jennifer? Du willst dich frisieren? Nicht in meinem Klassenzimmer. Hä? Wie ist meine Bürste da reingekommen? Ist das Götterspeise? Aber ich muss meine Haare bürsten. Ahem. Sie will es auf die harte Tour, hä? Sie kann mir nicht meine Hände wegnehmen. Das sieht unbequem aus. Lass mich dir helfen. Hier. Ein Notizbuch? Wie soll mir das helfen? Muss ich dir alles erklären? Was wie ein normales Notizbuch aussieht, ist eigentlich ein toller Kammhalter. Mit Hilfe von Heißkleber klebst du den Kamm an die Metallbindung. Super, und schon fertig. Das ist absolut genial. Und es ist so einfach. Hallo, seidig glattes Haar. Reibt sie ein Buch an ihrem Kopf? Vielleicht brauche ich eine neue Brille. Sie hat es gar nicht bemerkt. Super gemacht. Manchmal ist eine schnelle Auffrischung nötig. Ich beeile mich lieber. Jennifer? Ha? Ich lese. Du kennst die Regeln, Fräulein. Oh, ich kenne die Regeln gut. Jennifer? Nicht herschauen, nicht herschauen. Gah! Ich geb's auf. Ich werde sie nie erwischen. Mir ist so langweilig. Schade, dass ich dich nicht benutzen kann. Oder kann ich? Ich hab's! Nimm einen normalen Marker und zieh das Etikett ab. Das Ding muss ab. Nimm deinen Lieblingsmascara. Und mach hier einen Klecks Heißkleber drauf. Dann klebt das Plastikteil an. Jetzt noch das Etikett draufkleben. Marker oder Make-up? Das ist mein Geheimnis, oder? Ich kann nicht ohne meinen langen Wimpern leben. Die Lehrerin hat nichts davon mitbekommen. Prima gemachte Arbeit. Und? Sehe ich nicht hübsch aus? Jennifer? Woher kommen diese vollen Wimpern? Mal sehen, was ich finde. Ich sehe kein Make-up. Ich verstehe das nicht. Meine Kräfte brauchen wohl ein Update. Okay, ein bisschen hiervon und eine Prise davon. Und natürlich etwas Magie. Da passiert was. Was könnte das bedeuten? Das sieht nicht gut aus. Das ging ziemlich in die Hose. Hat das jemand mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Chemie war noch nie mein Ding. Ich hoffe, das Zeug ist nicht von Dauer. Ist es schon weg? Die Leute starren schon. Das fühlt sich komisch an. Du verschwendest nur Zeit. Nimm einen Bleistiftanspitzer wie diesen. Wenn er leer ist, gieße deine Lieblingsfoundation ein. Jetzt den Deckel wieder drauf. Als nächstes machst du Kleber ans Ende eines Bleistifts. Und klebst ein Make-up-Schwämmchen dran. Fertig? Ich hasse alles. Was? Zeit für eine kleine Abdeckung. Echt? Das ist cool.
Nur ein oder zwei Dips und dieses Make-up rettet meinen Tag. Ich brauche nicht mal einen Spiegel. Und, wie sehe ich jetzt aus? Jetzt bist du fertig. Geh spielen. Wow, danke, Mama. Oh, jetzt kann ich mich entspannen. Darauf habe ich mich schon gefreut. Oh, Annie, du bist wieder da. Yep, ich hatte viel Spaß. Was ist mit deinen Haaren passiert? Warte mal. Zuerst mache ich dir einen Zopf. Den flechte ich dann. Jetzt brauche ich meinen Cupcake. Naja, nur den Becher. Ich habe ein Loch in den Boden geschnitten. So kann ich den über Annies Zopf schieben. Dann wickle ich den da ein. Diese Stecknadeln sehen aus wie Tortendekoration, aber es ist ein Dutt. Fantastisch, Mama. Danke. Jetzt zerzausen deine Haare nicht mehr. Schüttle sie. Du bist die Beste. Viel Spaß, Süße. Unfassbar. Ich habe eine 6 bei dem Test bekommen. Ich dachte, der wird schlimmer. Wen kümmert's? Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, nämlich tanzen. Juhu! Oh yeah! Oh, Annie, du bist zu Hause. Wie war die Schule? Was ist das? Du hast eine 6? Hey, hör auf damit. Was ist los? Ich war gerade voll dabei. Jetzt nicht mehr. Du musst lernen. Aber ich hasse Lernen. Mama, das ist mir egal. Fang an. Das ist ungerecht. Bringen wir es hinter uns. Aber ich hasse Lernen. Oh, bleib einfach locker. Wer ist das? Hallo? Hi, Frau Annies Mama. Darf ich mit Annie spielen? Nein. Okay. Das war seltsam. Und was mache ich jetzt? Hey, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich Annie sehen kann. Aber ich muss hinterhältig sein. Los geht's. Zuerst brauche ich meine Leggings. Ich schneide sie unten ab. Das brauche ich nicht mehr. Ich mache noch meine Haarspangen ab. Die Leggings ziehe ich jetzt über meine Haare. Das fühlt sich komisch an. Als nächstes brauche ich eine Perücke. Ich habe immer eine dabei für Notfälle. Ich verkleide mich total gerne. Ich sehe aus wie meine Oma. Das kann ich nicht anlassen. Das ist schon besser. Jetzt muss ich in die Rolle schlüpfen. Ich muss ernst bleiben. Klopf, klopf. Zum letzten Mal. Oh, ich bin Annies Lehrerin. Kommen Sie doch rein. Geht es um das Testergebnis? Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Zeigen Sie keine Gnade. Hallo, Annie. Was wollen Sie? Ich zeig's dir. Juhu! Was ist hier los? Worauf wartest du noch? Ich bin's. Komm schon, lass uns Spaß haben. Wow, du bist eine Meisterin der Verkleidung. Das ist fantastisch. Juhu! Oh, was ist das für ein Krach? Das hört sich nicht nach Lernen an. Was ist hier los? Wir gehen nur ein paar Matheaufgaben durch. Das muss sehr aufregend sein. Viel Spaß dabei. Das machst du toll, Annie. Wow, diese Cupcakes sehen lecker aus. Aber mit Beeren obendrauf werden sie noch besser. Mama, Mama, ich möchte meine Haare so wie die von meiner Puppe. Das ist schön, Süße. Ich glaube, du verstehst nicht. Ich bin beschäftigt, Annie. Och, aber ich würde so hübsch aussehen. Manchmal verblüffe ich mich selbst. Ich sollte bei einer Kochsendung mitmachen. Oh, meine Hände sind schmutzig. Wir hätten Zwillinge sein können. Ich denke, ich weiß, was wir machen. Mama, was machst du da? Du willst doch wie deine Puppe aussehen, oder? Der Saft der Brombeeren wird deine Haare färben. Ich reibe den in dein Haar. Wir brauchen keine teure Haarfarbe. Ich muss nur noch mehr Beeren auspressen. Riecht gut und lässt sich leicht auswaschen. Das müsste reichen. Was sagst du dazu? Wow, gefällt mir. Als ob ich in den Spiegel gucke. Wir sehen total schick aus. Und ich kann weiter backen. Hi, Betty. Oh, hey. Bereit für den Unterricht? Oh, jemand schreibt mir. Was? Oh, wie cool. Annie, guck mal. Wow, das ist toll. Ich muss meine Haare machen. Ich werde sie aufmachen. Du weißt schon, für den natürlichen Look. Warte, das ist es nicht. Ich hatte auf einen Wow-Effekt gehofft.
Wow, ich sehe toll aus. In der Werbung funktioniert das immer. Ich versuch's mal mit dem Bleistift. Vielleicht verschärft der mir Locken. Noch ein bisschen halten. Ha, ich dachte, das klappt. Was mache ich denn jetzt? Warum guckst du mich so an? Du musst mir helfen. Okay, okay. Gib mir eine Sekunde. Warte. Die brauchst du. Was? Vertrau mir. Ich leg die Leggings auf deinen Kopf. Dann wickle ich deine Haarsträhnen ein. Ist genau wie beim Haareflechten. Das muss aber schön festsitzen. Mit einem Haargummi fixiere ich sie. Jetzt wickle ich sie um deinen Hinterkopf und binde den Rest vorne zusammen. Ist das ein Streich? Stillhalten. Ich fühle mich so modisch. Ja, total. Und jetzt müssen wir warten. Wie lange? Sei nicht so ungeduldig. Was es wohl zum Mittagessen gibt. Kann die jetzt runter? Nein. Oh. Wie sieht's jetzt aus? Nein. Oh. Betty, aufwachen. Es ist soweit. Endlich. Ich hoffe, das hat geklappt. Wie cool. Annie, du bist ein Genie. Genau, was ich wollte. Was würde ich nur ohne dich tun? Du wärst wahrscheinlich Single. Oh gut, bin ich zu spät. Hi, Liam. Wie geht's, Mädels? Was ist das? Sind das Leggings? Das ist ja lustig. Oh, Annie, danke für deinen Tipp. Du siehst gut aus, Liam. Meine Locken sind schön weich und federnd. Sag nichts. Nichts ist so gut wie eine Verwöhnkur. Ich freue mich schon auf diese Maske. Meine Haut wird strahlen. Jetzt entspanne ich mich. Hey, ich gucke meine Lieblingsserie. Schon besser. Träumst du von langen, wallenden Locken? Willst du den Wind im Haar spüren? Wow, so schick, so elegant. Das stimmt. Meine Haare sehen nie so aus. Ich bin gerade voll neidisch auf diese Haare. Das ist doch ungerecht. Benutze dieses supergeile Haargel. Wow. Genau, was ich brauche. Ich will das haben. Warte, wie viel? What? Das kann ich mir nicht leisten. Guck dir meine strohigen Haare an. Sie denkt, sie ist was Besonderes. Und jetzt habe ich Glibber im Haar. Warte mal. Ich habe eine Idee. Mach's gut, Mädchen mit den schicken Haaren. Ich brauche dein Gel nicht. Ich habe meine Gesichtsmaske. Ich reibe sie einfach in meine Haare. Ich werde sie alle bedecken. Das müsste reichen. Fertig. Jetzt lasse ich die Magie wirken. Dann wasche ich das aus. Wow, mein Haar ist so weich und glänzend. Es fühlt sich so gesund an. Oh, das schicke Haarmädchen. Gut, sie ist noch da. Hey, guck dir das an. Sieht gut aus, was? Ich brauchte nur diese Gesichtsmaske. Ups, und die hat nur 5 Euro gekostet. Willst du mich verarschen? Nee, nee. Jetzt gibt's Sushi. Sieht lecker aus, was? Ich will nicht. Ich esse meinen Joghurt. Na gut, dann verpasst du was. Mh, sieht lecker aus. Das ist mein Lieblingsessen. Oh, das ist gut. Ich könnte das jeden Tag essen. Genieß es. Betty, warte. Was? Was ist los? Ich mache ein Foto von dir. Oh, gute Idee. Wie ist das? Oh ja, weiter so. Schau's dir an. Oh, okay. Hübsch. Annie, zoom mal rein. Das sieht nicht gut aus. Sehen meine Lippen immer so aus? Die sind total trocken. Oh, wie ärgerlich. Ich wollte ein gutes Foto. Übertreib's jetzt nicht mit dem Wasabi. Nur eins. Ist das zu viel verlangt? Oh, oh. Alles okay? Das ist so scharf. Jetzt habe ich's schlimmer gemacht. Ich weiß. Nimm den. Der wird dich abkühlen. Ich reibe den auf deine Lippen. Oh, ja, das tut gut. Hast du eine Serviette? Na klar. Joghurt sieht nicht so gut aus. Okay. Schon besser. Meine Lippen fühlen sich auch besser an. Und sie sehen toll aus. Ehrlich. Was? Wow. Das war der Wasabi und der Joghurt. Aber wie? Wow, ist echt erstaunlich. Das haut mich um. Mach noch ein Foto. Nimm meine Pose ein. Oh ja, das sieht toll aus.
guck's dir an. Die sehen alle toll aus. Warte, das ist es. Poste es. Schon erledigt. Habe ich schon Likes? Warte. Wow, was ist los? Du gehst viral. Wow, guck dir das an. Ich bin so glücklich. Hallo, liebe Fans. Ihr seid so lieb. Ich liebe euch alle. Nutzt du Foundation? Wie viel genau? Weil ich mag viel davon. Eigentlich könnte ich sogar darin schwimmen. Ach komm schon, du weißt doch, anfangs sieht's immer chaotisch aus. Bis zum Endergebnis. Oh, Lippenstift nicht vergessen. Und jetzt alles verblenden. Wunderschön, stimmt's? Nur schade, dass hier Make-up-freie Zone ist. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann's doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich's verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht? Kein Make-up. Oh. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser. Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow. Ich hab nichts gesehen. Dann multipliziert ihr das. Was macht sie da? Hab schon lange mein Handy nicht mehr gecheckt. Die ist von Naomi. Party? Wirklich? Ja. Yep. Kommst du? Klar doch. Touch-ups sind definitiv angebracht. Angefangen beim Lidschatten. Was soll das? Du kennst die Regel, Fräulein. Kein Make-up. Was? Das ist so eine dumme Regel. Oh, das ist ja mies. Hey, ich weiß. Hier, nimm einfach meinen Spezialtaschenrechner. Warum? Vertrau mir einfach. Okay. Wow, das ist genial. Komm her. Was? Niemals. Nutze Schaumstoff, um die Palette zu bedecken. Siehst du die kleinen Teile? Das werden die Tasten. Es fehlt nur noch die Anzeige. Und das war's. Ich werde das Ding gleich mal ausprobieren. Die Farben gefallen mir auch. Hey, was habe ich eben gesagt? Was stimmt denn nicht mit meinem Taschenrechner? Ist das wirklich einer? Okay, meinetwegen. Das hat geklappt. Ja, und er sagte, nein, lass uns einen anderen Film schauen. Aha. Was geht denn da drüben vor sich? Hey, Make-up ist nicht erlaubt. Kannst du denn nicht lesen? Was? Das ist doch nur Lippenstift. Was soll's? Total bescheuert. Warte. Ich weiß. Hey, ich habe hier einen Lippenstift. Das ist auch dein Farbton.
Du kannst ihn auftragen und niemand schöpft Verdacht. Wie hast du das gemacht? Zuerst musst du die Spitze deines Regenschirms absägen. Das könnte ein paar Minuten dauern. Und bevor du den Lippenstift draufsetzt, musst du Heißkleber auftragen. Dann kleb ihn direkt auf die Spitze. Darf ich ihn mal ausprobieren? Sieht aus, als ob du nur einen Regenschirm hältst. Was für ein simpler Trick. Und wieder zurück in den Schatten. Ein neuer Tag, ein neues Bild. Irgendwie macht das sogar Spaß. Ach, ich male mit anderen Farben. Hä? Was machst du da? Nur mein Nachmittagstouch-up. Nein, 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 nein. Weg damit. Ach, wirklich? Na gut. Von mir aus. Es ist weg, okay? Mhm. Diese Regel ist doch total lächerlich. Er schaut aber nicht mehr her. Dann kann ich wenigstens meine Lippen auffrischen. Der perfekte Farbton. Naomi, jetzt reicht's aber. Ich wollte ihn eben wegschmeißen, Herr Lehrer. Zufrieden? So, sorry. Warte mal. Warum wechsle ich nicht einfach das Material? Mal sehen, was ich hier habe. Natürlich Schulsachen. Los geht's. Juh, das macht mehr Chaos, als ich dachte. Okay, gefällt dir mein kleiner Stern? Ich bin aber noch nicht fertig. Der muss nämlich noch angeklebt werden. Erledigt. Jetzt habe ich einen kleinen Stempel. Und zwar für mein Gesicht. Es muss gleich aussehen. Yes! Hä? Hat sie keine Blätter mehr? Was? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Ach. Das sieht süß aus, stimmt's? Ich wette, die Mädels werden heute kein Make-up an mir vorbeischmuggeln. Aha, das glaube ich nicht. Aber das ist nur ein bisschen Puder. Kannst du nicht lesen? Ach, na gut. Sie trägt ganz schön viel Schmuck. Interessant. Ich kann mein Make-up in Schmuck verwandeln. Mit meiner Klebepistole verziere ich meine Puderdose. Du kannst so viel draufkleben, wie du willst. Dann mache ich Heißkleber auf meinen Armreif und klebe die Puderdose oben drauf. Schon fertig. Darf ich reingehen? Das werden wir gleich sehen. Ich sehe nirgendwo Make-up. Na gut. Geh rein. Danke. Das hat ja super geklappt. Ich will nur noch ein bisschen Schweiß abtupfen. Phew. Der habe ich's gezeigt. Phew, der habe ich's gezeigt. Diese Bastelidee läuft bisher ganz gut. Locker. Ich konzentriere mich lieber auf meine Nägel. Ich wünschte, ich wäre jetzt im Salon. So viele Farben. Yay. Ich denke, das war's. Oh, danke. Ich liebe den Geruch von Geld. Wow. Hä? Was macht Naomi denn da drüben? Her damit. Was? Kein Make-up, also her damit. Was? Oh, okay, fein, hier. Hey, du hast ja einen Cutter. Ich leime den mal kurz aus. Nimm deine Nagelfeile und mach mit dem Locher ein Loch rein. Dann zum nächsten Schritt. Zieh die Plastikkappe vom Cutter ab. Dann hakst du das Endstück in die Feile. Jetzt schiebst du sie einfach in den Cutter. So simpel. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Und das sieht kein bisschen aus wie eine Nagelfeile. Was? Aber die Lehrerin. Hey! Was?
Naomi feilt sich wieder die Nägel. Hör sofort auf damit. Ich bastle doch nur. Na, sehr gut. Das war knapp. Ich habe deine Antwort geändert. Oh. Guten Morgen, Schüler. Wir haben heute eine neue Schülerin. Komm her, Süße. Begrüßen wir Madison mit einem herzlichen Willkommen. Wow. Sie ist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe. Und diese Brille lügt nicht. Die Engel müssen sie vom Himmel heruntergeschickt haben. Ich verstehe nicht, was so besonders ist. Hey! Ach, hallo! Ist da jemand drin? David? Rede mit mir! Hey! Was ist los mit dir? Sagt Hallo zu meinem neuen Plan. Ich muss nur gut genug aussehen, um das Interesse meiner Traumfrau zu gewinnen. Madison! Hallo, du! Wow! Sowas hast du noch nie gesehen. Vielleicht, aber wir müssen deine Akne unter Kontrolle kriegen. Ich weiß. Nein, bitte nicht! Was denn? Hast du schon von Aknepflastern gehört? Auf jeden Pickel eines dieser Pflaster auftragen. Im Gegensatz zu deiner Methode hinterlassen sie keine störenden Narben. Klingt gut. Yeah. Und ehe du dich versiehst, sind deine Pickel verschwunden. Hey, das hat geklappt. Sagte ich doch. Igitt, es juckt mich so. Es fühlt sich an, als ob mich jemand kitzelt. Dieser jemand ist ein Haufen Nasenhaare. Aber das kann ich ändern. Ha! Autsch! Hey! Das kam aus deiner Nase, schau mal. Kein Wunder, dass es dich juckt. Nicht möglich. Ich habe keine. So viele Nasenhaare. Das ist ja ekelhaft. Mach dir keine Sorgen. Ich werde sie alle kriegen. Nein, fass mich nicht an. Okay, ich muss nur ein bisschen schneller sein. Ich fang an. Hey, du kannst mich nicht fangen. Das kann ich den ganzen Tag tun. Hey, das macht doch irgendwie Spaß, oder? Gib mir die. Ich habe eine bessere Idee. Wachs ist eine viel effizientere Lösung. Einfach diese kleinen Kügelchen einschmelzen. Und wir sind bereit. Fast fertig. Hier, ganz glatt. Und vor allem schön klebrig. Meine Güte, das ist ja ein Dschungel da drin. Wow. Haltet eure Wachsstäbchen bereit, Leute. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Oh nein. Aua. Komm schon, zieh. Raus! David? Hä? Kann ich dir helfen? Das sind ja mal saubere Nasenlöcher. Jetzt ist mir klar, warum. Mir wird schlecht. Wow, die sind ja wirklich glatt. Ich könnte mein Gehirn sehen. Du bist ein guter Freund, oder was? Komm her. David, deine Haut sieht ein bisschen trocken aus. Ja, und es juckt wie verrückt. Ich will einfach nur alles abpflücken. Ich kann nicht aufhören. Das war ja groß. Es ist, als würde mein Gesicht abfallen. Igitt, das sieht nicht gut aus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Moment. Ich habe eine brillante Idee. Aber wir brauchen ein wenig Hilfe. Bist du der Aufgabe gewachsen, kleiner Mann? Du hast doch keine Angst vor Schnecken, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Oh ja, leg dich hin. Brille ab. Ist schon gut, kleine Schnecke. Jetzt an die Arbeit. Das tut gar nicht weh, David. Wir brauchen alle Hände, Schnecken im Einsatz. So, die Befeuchtung kann beginnen. Oh Mann, das fühlt sich echt komisch an. Hinterlässt er genug Schleim? Oh ja, super klebrig. Wie geht's? Jetzt treiben wir ihn in dein Gesicht ein. Deine Haut fühlt sich schon weicher an. Was denkst du? Wow, ich fühle mich wie ein ganz neuer Mensch. Und das alles dank ein paar Schnecken? Wow. Genau. Brauchst du die? Und? Du siehst ja toll aus. Wir haben noch eine Sache zu erledigen. Los, Mann, du schaffst das. Schneller, schneller, mach schon. Du bist fast am Ziel.
Nein, dreh dich jetzt nicht um! Vorwärts, los, auf geht's! Dieser Hund ist einfach so lustig! Die sehen wirklich so aus, als ob er Hände hätte, nicht wahr? Wann hast du dir das letzte Mal die Zähne geputzt? Ich habe nie bemerkt, wie gelb die sind. Hä? Oh, nun, das ist peinlich. Ja, genau. Komm mit mir. Das Wichtigste zuerst. Zeit für einen schnellen Kostümwechsel. So, schon besser. Bist du bereit für dein Hollywood-Lächeln? Zuerst gebe ich dir etwas Gel auf deine Zähne. Sieht noch nicht nach viel aus, aber vertrau mir. Mit diesem UV-Licht wird sich alles ändern. Beiß mal rein. Ups, ich habe vergessen, es einzuschalten. So. Das dauert leider eine Weile. Ich hätte ein Buch mitbringen sollen. La 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 la. Diese Matratze ist ziemlich toll. Ups. Nun ja. Hey, es ist soweit. Hat es geklappt? Schau mal. Hm, wer muss schon zum Nagelstudio gehen? Was ist mit deinen Nägeln, David? Hm. David, was machst du da? Diese Nägel sind grässlich. Sieh nur, wie sehr du dir die abgeknabbert hast. Nichts, was ein Nagelprofi nicht reparieren könnte. Die kann ich sofort in Ordnung bringen. Was? Nein, bitte nicht. Hä? Was ist denn so schlimm daran? Hey! Hier drin findet sie mich nie. David? David! Ich weiß, dass du hier drin bist. Du kannst nicht ewig vor mir weglaufen. Toll, sie ist weg. Wow! Boah, da bin ich definitiv ausgewichen. Ich frage mich, wo sie ist. Hab dich gefunden. No. Bitte, alles außer den Nägeln. Hä? Das ist nur eine Schere. Würdest du dich damit besser fühlen? Keine Klingen, siehst du? Okay, ich schätze, sei sanft. Hey, das tut doch gar nicht weh. Halt einfach noch ein bisschen länger still. Diese Form ist sehr schön geraten. Fast fertig. Ich bin nervös, aber es sieht bisher gut aus. So perfekt. Sie sind so gleichmäßig und sehen sauber aus. Die haben noch nie so gut ausgesehen. Ich hab dir gesagt, du brauchst keine Angst zu haben. Oh. Was? Ich muss sie beschützen. Bereit für den nächsten Teil? Ich wurde bereit geboren. So, siehst du? Es ist ein bisschen frisch hier drin. Genau wie ich vermutet habe. Haare in der Brustmitte. Ja, genau. Wir haben auch die gleiche Situation unter den Achseln. Und hier auch. Autsch. Der Bartschatten ist ja hier. Ich habe eine Menge zu tun. Das garantiert einen glatten Schnitt. Wir wollen keine Schnitte auf der Haut. Gut, dass ich eine Menge von diesem Rasierschaum habe. Wir haben noch viel zu rasieren. Wow, das fühlt sich ziemlich cool an, Lizzie. Das ist noch nicht alles. Ah, so befriedigend. Mhm. Das ist eine glatte Haut, Baby. Das ist eine perfekte glatte Rasur. Das sollte genügen. Wow. Keine Haare, keine Sorge. Zieh die an. Ja, Ma'am. Und? Also, Madison, willst du mit mir abhängen? Oh, hallo, Süßer. Probieren wir meinen neuen Look doch mal aus. Also, wie geht's? Lust auf einen kleinen Sprung? Oh je. Warte, was ist mit Lizzie? Du machst das toll. Moment mal. Lizzie hat mich immer geliebt, so wie ich bin. Mit Akne und allem anderen. Und wir haben immer so viel Spaß zusammen. Tut mir leid, aber ich muss noch woanders hin. Hey! Ich habe zwar keine Brille auf, aber ich kann die Dinge endlich klarer sehen. Ich hoffe, ihr macht euch Notizen, Leute.